unserem ersten PikeSwat-Blog. Wir haben uns ja dazu entschlossen, euch kleinere Blogs zu machen und da eure Fragen zu beantworten. Ist für uns einfacher, weil wir müssen nicht mehr so viele E-Mails schreiben. Und zwar fangen wir heute an mit dem Felix Eichner. Servus Leute, ich habe mir die letzten Tage mal eure Videos bei YouTube angeschaut und muss echt sagen, ganz großes Kino. Danke. Ich habe selten so gute Videos über das Deadbait-Angeln gesehen, allerdings ist mir bei euren Videos eine Frage aufgekommen. Und zwar, ob ihr schon mal das Keeper-Brick versucht habt. Fox hat da ja so ein komplettes Kit im Programm. Ihr meintet ja in euren Filmen, dass man so viele Fische wie möglich ins Futter mischen soll. Ja, das stimmt. Da wäre ja der Vorteil des Keeper-Bricks ganz klar, dass man verschiedene Fischarten am Haken hat und so immer den Geschmack des Hechtes trifft. Außerdem könnte man durchaus sparen, indem man normale Weißfische mit Meeresfische an dem Teil mischt und somit nicht mehr ganz so viel Fisch kaufen muss. Habt ihr denn schon Erfahrung mit diesem Trick gesammelt? Ja, Felix, haben wir gemacht. Hab auch letztes Wochenende eine mega Bombe drauf gefangen. Und das Keeper-Brick setze ich ein, wenn die Fische ganz spitz beißen. Also wenn die den halben Fisch oder den ganzen Fisch ziemlich lange im Maul durchs Wasser tragen und man überhaupt nicht weiß, schlage ich jetzt direkt an, warte ich erst ein bisschen und ja. Oder wenn sie extrem launisch sind und ich auf der Unterwasserkamera sehe, dass sie übelst lange um den Köder rumschwänzeln und die nicht so richtig packen wollen. Sparsam ist es natürlich auch. Man kann die ganzen Reste draufstecken, also wenn nur noch so kleine Stückchen über hat. Aber ja, mischen würde ich jetzt nicht beim Keeper-Brick wirklich empfehlen, weil die Meeresfische sind alle unterschiedlich weich und wenn man dann schweißt und hat zum Beispiel ein Stück Sardine zwischen zwei Makrelenstücken oder so oder halb-halb, dann da die Sardine viel, viel weicher ist, machst du die beim Wurf platt und dann sieht das erstens scheiße aus unter Wasser. Und zweitens wollen sie das dann auch nicht mehr so. Oder drittens, dir fliegt das Sardinenstück gleich weg. Vielleicht schaffst du einen Wurf, aber das ist scheiße. Genauso Stint. Stint ist auch butterweich, wenn der aufgetaut ist. Ja. Ich habe hier mal eins fertig gemacht. Und jetzt erkläre ich euch, warum ich das so fische. Fox hat zum Beispiel in der Anleitung von seinem Keeper-Brick nur einen Einzelhaken hier unten, den man da durchsteckt und mit einem Baitfleck sichert oder einen Drilling auf der Packung abgebildet. Ich habe damit total viele Fehlbisse gehabt, also unendlich viele, dass ich dann hinterher schon den zweiten Drilling hier an die Seite gesetzt habe. Wenn du dann wirst und das wird ein bisschen weiter und presst sich, da quetscht sich der Drilling teilweise auch noch hier ins Fleisch rein mit ein, zwei Widerhaken. Du hast sie kurz dran und dann sitzt sie auch wieder ab. War alles nicht so optimal. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich das quasi wie eine Haarmontage beim Karpfenangeln gemacht habe. Also ich habe ein bisschen derbe überlegen müssen, mit ein paar Kumpels gequatscht und ich habe jetzt einfach hier einen Einzelhaken dran gemacht, schön mit Schrumpfschlauch fixiert. Der ist eigentlich nur dazu da, damit mir diese Kebabstücke hier nicht runterrutschen. Na, und ich muss das ja irgendwie befestigen. Und danach habe ich noch einen Drilling gesetzt mit einem klitzekleinen Abstand, damit das Ganze hier flexibel ist. Und wenn der dieses Stück jetzt hier mir nicht frisst, sieht jetzt ein Riesenabstand aus, ist es aber nicht, wenn ich weiter weggehe, ne? Also ist Pillepalle. Ein Meter Hecht hat ja schon einen Riesenschädel. Da sind diese zwei Stücke ratzfatz weg. Und wenn er dann dabei ist, den zu fressen, bleibt dieser hier vorne dann schön vorne im ersten Drittel vom Maul hängen und dieser, der hakt fast meistens gar nicht. Oder, zweite Variante, beim Anschlag zieht man das Ganze ja noch ein Stückchen nach vorne, hängt der meistens im Maulwinkel hier, der Einzelhaken, wenn er denn mal packt, und der Drilling vorne in die Lippe. Aber dass es dazu kommt, dass er diesen ganzen Klumpen schluckt, plus diese Haken, ist so gut wie ausgeschlossen. Wenn du jetzt die Haken hier an den Seiten dran hättest, dann könnte es ja gut passieren, dass er den ganzen Klumpen schluckt. Und das ist scheiße.
Aber ich habe mit der Variante, dass ich hier noch einen zweiten Haken dran hatte, extrem viel Fehlbisse gehabt. Die hangen kurz, waren wieder ab und das ist dann echt ärgerlich, wenn du wirklich den ganzen Tag da sitzt bei so einem scheiß Wetter wie ich heute. Ich hatte gerade Gewitter, Hagel und habe dann gerade zwei Bisse vergeigt wieder. Das lag aber an dem Kraut. Und deswegen komme ich jetzt zur nächsten Sache. Benutze ich das super gerne, wenn ich noch ein bisschen Bodenkraut habe, so 10, 20 cm. Und dann fixiere ich mir den mit so ein paar Schrotbleien genau auf die Höhe, dass der ganz genau über dem Kraut schwebt. Nicht höher. Weil die Hechte, die kleben jetzt schon auf dem Boden. Die haben schon überall Würmer auf dem Balk sitzen. Das heißt, die liegen schon ab und schwimmen nur ein paar Mal am Tag rum, um zu fressen. Und danach legen sie sich wieder ab. Und deswegen braucht man gar nicht mehr so hoch, wie manche immer denken, einen halben Meter oder so. Nein, der muss nur ganz genau beim Kraut schweben. Und der nächste Punkt ist, wenn man so richtig vorsichtige Hechte hat, die den Köder erst mit den Brustflossen anwedeln, um zu gucken, weil sie das gelernt haben, ob der hochgeht, ob der schwerelos ist. Habe ich mir nicht auch auf ganz vielen Unterwasseraufnahmen bei uns gesehen, dass die blöden Viecher das machen. Die sind nicht schlauer wie jeder Karpfen, wenn ihr mich fragt. Da kann man den mir nicht hier mit so einem halben Popper so austarieren, dass der ganz langsam hochtaumelt und ganz langsam wieder absinkt. Und dann kriegt man auch die Schlauen. Ja, mitgeliefert wird dieses Kebabrig mit ganz kleinen Kugeln. Die könnt ihr vergessen. Die halten keine zwei hier Makrelenstücke. Da müsst ihr eine XL-Kugel nehmen und die halt durchschneiden. Ja, das war's eigentlich schon. Ich kleister das Ding jetzt wieder an der Route. Tunk das gleich nochmal vorne ins Wasser. Film euch das nochmal ab, damit ihr seht, wie das im Wasser aussieht. Und mehr gibt's da eigentlich schon gar nichts so zu sagen. Außer, ja, eins habe ich noch vergessen. Die Öle, Geruchsstoffe, die hier aus diesen Fischen austreten, aus diesen Stücken, sind im Vergleich zu einer halben Makrele in der ersten Stunde viel, viel höher. Und meistens, wenn die Fische da sind und haben keinen Bock auf eine halbe Makrele oder sind zu vorsichtig, kommt innerhalb von einer halben Stunde hier drauf der Biss. Ja, guckt's euch an. Ging schneller als ich dachte. Eine Stunde. Wunderschönes Tierchen. 1,01 Meter. Da, guckt's euch an. Funktioniert einwandfrei. Da schön in der Zahnreihe gehakt und der Rest baumelt frei drin rum. Ne, der Einzelhaken hat man überhaupt nicht gepackt. Das ist das Rätsels Lösung. Wunderschönes Tierchen. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Vlog.